Wenn ich mir so ansehe, was sie bisher über sie gefunden haben, sieht das etwas dürftig aus. Ich bin nicht sicher, ob wir so genug Druck aufbauen können. Vielleicht schauen sie noch mal genauer hin. Jetzt zeigt er sich wirklich von seiner dreckigen Seite. Was soll denn das heißen? Vielleicht schauen sie noch mal genauer hin, damit wir genug Druck aufbauen können? Ja, listen, er hat sich gemeldet. Ja, wir können einen Live-Chat oder einen Telefonanruf abhören. Ich würde noch mal kurz, bevor du draufklickst, auf die These von der Wirpanse im Chat eingehen. Ja. Das ist halt eine Variante, dass der Typ mal anti war und jetzt sich's gemütlich macht und auf die Regierungsseite gewechselt ist. Da sind wir bei diesem, er ist halt ein Opportunist. Ist eine Option. Ja. Die ist jetzt irgendwie auch schön einfach. Sie liegt auch so ein bisschen nah. Vielleicht ist es allerdings auch was ganz anderes. Insofern bleibt irgendwie wenig, als das zu nehmen, was er gesagt hat und mehr Informationen zusammenzutragen, dass das Bild ein bisschen klarer wird. Das finde ich jetzt auch spannend. Mhm. Ich verstehe zwar nicht, warum wir jetzt Druck aufbauen sollen gegen Miss Watergate. Weil eigentlich wissen wir ja schon. Die Wahrheit aus ihr rauszupressen, egal welche Wahrheit, Hauptsache sie sagt was. Wir haben ja nur, glaube ich, schon mehrfach irgendwie darauf hingewiesen, dass sie damit nichts zu tun hat und haben unterschiedliche Sachen aufgedeckt. Deswegen ist so dieses, hey, was hat jetzt mit Watergate damit zu tun? Deswegen bin ich gespannt, was der Listener uns jetzt gerade noch verraten wird. Tja, ich klicke noch nicht auf den Listener, weil eine Sache... Okay, hier hat sich bei The Thought noch was getan, aber eine Sache will ich jetzt nachgucken, bei der Wand aus Text. Oh ja, genau. Und es ist diese Sache hier, sobald ich eine Handvoll gleichgesinnt habe, werde ich verdammte elitäre Universität Stellingham besetzen. Das war der Konflikt, also das, was wir von Juliet hochgeladen haben, das war der Konflikt damit. Das hat nichts mit dem anderen Konflikt von ihm zu tun. Da wissen wir nicht, was der zweite unbekannte Konflikt ist, tatsächlich. Ich glaube, das ist das Ding mit der Position, der Plan der Regierung funktioniert auf dem im National Beholder. Das ist einer, aber hier stehen zwei. Hier stehen zweimal Konflikt. Es besteht ein Konflikt mit einem unbekannten Datenchunk, es besteht ein Konflikt mit einem unbekannten Datenchunk. Also zwei. Ach so, ja, gut. Einer davon ist der auf dem Block und der andere, keine Ahnung. Ja, also jetzt Listener oder gucken wir uns mal an, was hier bei The Thought passiert ist? Ich würde auf The Thought gucken. Auf The Thought gucken? Ich bin gerade neugierig. Ja, da ist so viel rot. Ja. Gucken wir mal auf die Gedanken sind frei. Gedanken sind frei. Das ist wiederhergestellt. Benutzer Goldfels. Wiederhergestellt. Anscheinend ist einfach... Ah, jetzt können wir Artikel von Hancock lesen. Ah, gucke, vielleicht ist das der andere Datenschrank. Wahrscheinlich. Bei Eintrag 5. Ja, wollen wir damit anfangen, bevor ich die anderen... Ja, ne? Ja. Ich versuche mal wieder Hancocks Stimme zu channeln. Metamorphose, veröffentlicht im Juli 2015 von Hancock. Der Kampf um die Freiheit wird ab heute auf die Straße getragen und Thought wird die Speerspitze sein. Die Regierung besteht nur aus arschkriechenden Scheißhaufen. Ah, ist Meinungsfreiheit nicht schön? Ist es nicht toll, dass ich in diesem Land sagen kann, was ich will und keiner kann es mir vorhalten? Es ist nur meine Meinung und du könntest anderer Meinung sein. Solltest du nicht, weil ich recht habe, aber ja, du könntest. Und du könntest mich genauso gut für ein Arschloch halten. Das wäre auch in Ordnung, wäre es nicht, solange es keine rechtlichen Konsequenzen für mich hat. Ich denke, es ist ein großes Maß für die Freiheit in unserem Land, dass wir wirklich frei sind, solange ich alles schreiben kann und es keinen Regierungslakaien gibt, der diese Aussage nimmt und sie einem Vorgesetzten meldet. George Orwell sagte, falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen, wie wahr. Mit dem derzeitigen Kurs in Richtung immer mehr Überwachung, unserem Zustand der langsamen Metamorphose der Nation, wird sich das eines Tages wohl unvermeidlicherweise ändern.
Und es ist verdammt gut möglich, dass dieser Tag gar nicht so weit weg ist. Es muss ein Gegengewicht zu diesem Vorgang geben und die Antwort kann nur sein, dass The Thought nicht mehr in unseren Köpfen bleibt. Nein, wir werden es auf die Straße der Nation tragen, uns verwandeln und dadurch wieder in den Köpfen verankern. Die unbesiegbare Idee, dass wir immer wirklich frei sein werden. Hat Thought zu einer revolutionären Aktivistengruppe erklärt. Was? Also jetzt nach Revolution klingt das jetzt alles für mich nicht. Nee, es klingt nach, wir haben eine Demo angemeldet, aber ja, genau. Aktivistengruppe möglich, revolutionär, nee. Ja. Sorgenkind 1. Das ist ein großartiger Moment. Achso, das ist eine wahrscheinlich eine Frau, Nina. Nee, das ist genau Sorgenkind 1. Willst du sie lesen? Das ist ein großartiger Moment. Bin froh, dass wir endlich was tun. Irgendwelche Pläne, wo wir zuerst zuschlagen werden? Was glaubst du, wer ich bin? Hm? Natürlich habe ich die. Wir werden eine nette kleine Verkündung abhalten, direkt an unserem Geburtsort. Lass uns der sogenannten jungen Elite ans Bein pinkeln. Nichts Persönliches, Abe. Goldfels, meine Freunde, obwohl ich eure Begeisterung dafür teile, die Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen, wäre es besser, Stellingham als Ort jeder Demonstration im Moment zu vermeiden. Durch die erhöhten Studiengebühren ist die Atmosphäre ohnehin schon stark aufgeheizt. Vielleicht können wir später wieder auf Stellingham zurückkommen. Hancock, schade, aber du hast wahrscheinlich recht, Abe. Wie wäre es denn mit einer Proklamation von einem Regierungsgebäude? Klingt nach einer würdigen ersten Demo. Die Banner vom Dach entrollen, sowas in der Art. Plant eine Proklamation vom Dach eines Regierungsgebäudes als erste Demonstration von Thought. Es besteht ein Konflikt, okay. Sorgenkind. Ich denke, wir müssen die ganz normalen Menschen erreichen, um wirklich für Aufregung zu sorgen. Wir sollten als erstes ein Bontoner Einkaufszentrum stürmen. Vielleicht sogar warten, bis alles voll ist. Sagen wir an Weihnachten. Hat als erste Protestaktion von Thought das Stürmen eines Einkaufszentrums geplant. Aha, und das steht im Konflikt mit dem da oben. Okay. Ja. Goldfield schreibt, obwohl mir klar ist, dass wir mehr Leute für uns gewinnen wollen, sollten wir die Angelegenheit hier nicht diskutieren. Es gibt Augen da draußen, die uns gegenüber nicht wohlgesonnen sein könnten. Ist ein Text hier. Ja, genau, das ist der dritte. Feindselig gegenüber der Regierung. Und das ist vom Juli 2015. Lehnt die Position der Regierung ab, war 2013, das ist Juli 2015 und jetzt im April 2017 schreibt Hancock was Regierungspositives im National Beholder, macht jetzt die Sache immer noch nicht einfacher. Und hier unten haben wir, hat Thought zu einer revolutionären Aktivistengruppe erklärt, weiß ich nicht, ob ich das hochladen mag. Nee, ich auch nicht. Weil das ist so nicht korrekt. Das heißt, hier gibt es diesen wundervollen Knopf, deaktivieren. Und hier unten haben wir diese Sachen. Einmal plant eine Proklamation vom Dach eines Regierungsgebäudes als erste Demonstration von The Thought. Und dann die beiden können wir deaktivieren, weil... Nee. Oder? Weil keins davon ist doch passiert. Oder wir wissen es nicht, ob es passiert ist. Na, das Ding ist, dass wir ja... nochmal zurückkommen zu dem, was Symes gerade gesagt hat. Wie wird er eigentlich ausgesprochen? Also, Symes. Keine Ahnung. Wir nennen ihn einfach so. Ja. Keine Ahnung, was da die richtige Variante ist. Auf jeden Fall, wir sind da ja auf der Suche nach dem dritten Ort. Wir haben ja den Platz und wir haben die Uni schon und es geht ja dieses Gerücht um, dass es noch eine dritte Bombe irgendwie geben könnte. Und jetzt ist so die Frage, ist das beispielsweise einer der beiden Orte? Und wenn ich sage, okay, wir suchen nach dem Ort und uns werden jetzt hier zwei vorgeschlagen, überlege ich, beide deaktivieren, weil es sind ja hier gerade nur Vorschläge und so. Ja. Wenn wir das jetzt aber irgendwie nicht machen und da geht dann wirklich eine Bombe hoch, glaube ich, wäre das extrem uncool.
Insofern tendiere ich gerade dazu, das hochzuladen, für den Fall des Falles, dass man den Platz absichern kann und dann im Zweifelsfall Menschen rettet. Und da wir uns aber entscheiden müssen zwischen einem von beiden, und dann höre ich auch fast auf mit dem Gedankengang, und da wir uns dann aber entscheiden müssen zwischen einem von den beiden, tendiere ich gerade zu der Aussage von Sorgenkind, das hochzuladen und nicht das von Hancock. Weil Hancock sagt, Proklamation vom Regierungsgebäude, also hier Banner vom Dach. Okay, dann kletterst du halt aufs Dach, rollst da einen Banner aus und gut. Und Sorgenkind formuliert es anders. Sie will für Aufregung sorgen und sie sagt, wir sollten als erstes ein Bontener Einkaufszentrum stürmen. Also das ist einfach für mich das Wording ein anderes. Und deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, dass irgendwas davon hochgeladen wird, wäre es die Information von Sorgenkind. Ich weiß, das war eine lange Argumentationskette, aber es ging nicht kürzer. Fand ich nicht, dass sie lang war, und ich fand sie auch extrem schlüssig. Einziges Problem, was ich damit habe, ist, dass beide Aussagen super unspezifisch sind, weil es ist von einem Regierungsgebäude ein Bontner Einkaufszentrum. Das ist halt so Ahnung. Gedanken, Hancock, irgendein eine Idee, die ihm gerade durchs Oberstübchen britzelt, sagt, ey, wir könnten auch von einem Regierungsgebäude proklamieren. Das ist ja auch quasi eine Reaktion auf, das ist alles am selben Tag. Hier, Goldfeld schreibt um 18 Uhr, Stellingham bitte gerade nicht, weil Studiengebühren erhöht, blöde Situation. Eher eine Stunde später, ja klar, okay, dann lass uns Regierungsgebäude, blabla, und dann Sorgenkind, ja, oder wie wär's mit einem Einkaufszentrum? Und okay, sie wählt tatsächlich Sachen, die mich jetzt auch erstmal, das möchte ich so im Hinterkopf behalten, dass sie diese Wortwahl hat. Aber ich bin so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob uns das in irgendeiner Form hilft. Weil es ist 2 Jahre her. Wäre das Einkaufszentrum für die Bombe nicht schlimmer? Ja, aber es ist ja nicht das eine Einkaufszentrum, sondern es ist 2 Kommentare unter einem Blogbeitrag von vor 2 Jahren, wo beide Parteien darüber diskutieren, was eine Gruppe als erste Aktion durchführen kann und nicht, wann machen wir den nächsten Terroranschlag. Das ist halt so, das hier als Hinweis zu nehmen, was ist der nächste Ort, ist halt um viele Ecken gedacht, wie ich finde. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das wirklich so viele Ecken sind. Weil bisher war es ja irgendwie so, dass alles, was passiert ist, irgendwie nachweisbar war. Wer hat den Protest geplant, wer war da dabei? Also schlussendlich sind wir immer irgendwie drauf gekommen, so halbwegs rauszubinden, was denn da passiert ist. Und jetzt geht es ja auch nicht darum zu sagen, dass die da wirklich eine Bombe hochjagen wollen oder das stürmen wollen oder so, sondern raus auf Nummer sicher zu gehen. Ja, also, ja. Also so dieses, wir haben eine Information, wir wissen noch nicht, ob die sicherheitsrelevant ist. Und das würde mich unter normalen Umständen auch tatsächlich überhaupt nicht stören, so dieses, ja, da haben sie irgendwelche Leute da irgendwas hingeschrieben. Jetzt sind aber tatsächlich Bomben hochgegangen. Ja. An Orten, wo wir dann im Nachgang gelesen haben, okay, das hat alles was mit dieser Gruppe zu tun. Da geht es ja gar nicht darum zu sagen, Hancock ist daran schuld oder Duet Carrington oder Sorgenkind 1. Wobei Sorgenkind 1 in der Wortwahl, die sie findet, mich ist, wirklich ja, ein bisschen ist schon, ist schon so, Nina? Ist schon irgendwie die nächste Eskalationsstufe. Für mich so ein bisschen. Und ehrlich gesagt ist das auch so ein bisschen der Grund, warum ich diese Information gerne dabei hätte. Kann ich mich drauf einlassen? Dann nehmen wir hier die von Sorgenkind hier und schieben die da mal rüber. Und da ist die Übersetzung ja mal regelrecht friedlich. Hat eine Protestaktion geplant. Ja. Diese Nina hat das geplant? Sind Sie ganz sicher? Ein Einkaufszentrum? Na, das ist es dann wohl. Dort wird die dritte Bombe sein. Aber es gibt Dutzende Einkaufszentren in Bonten.
Welches ist gemeint? Ja. Na gut. Wenn das alles ist, was wir finden können, dann muss es eben so gehen. Also bringen wir dieses Verhör auf den Weg, bevor uns die Zeit davonläuft. Miss Watergate ist in derselben Einrichtung untergebracht, in der auch ich gerade bin. Ich werde sie zu einem Verhörzimmer bringen lassen und dann selbst dorthin gehen. Allerdings werde ich das Verhör zum Schutz meiner Identität telefonisch führen. Wollen wir hoffen, dass das, was sie gefunden haben, genug Druckmittel gegen sie bietet. Ich öffne einen Kanal, damit sie Mäuschen spielen können. Ist ja schließlich auch ihr Fall. Außerdem brauchen wir mögliche Informationen in Orwell. Einen Moment. Wie einen Moment? Der Listener klingelt. Wir haben hier noch 4 Einträge und im Listener haben wir jetzt wahrscheinlich 2 Sachen. Einmal Hancock irgendwas mit einem Hacker und jetzt können wir gleich uns live dazuschalten, wie Symes Cassandra Watergate verhört und Druck macht. Er hat ja auch gar nichts, womit er Druck machen kann. Der hat ihm ja auch nichts gegeben. Also, er kann fragen, wer Nina ist. Ja. Ja. The Real Panzer sagt, der wird Symes ausgesprochen. Ich weigere mich, seinen Namen richtig auszusprechen. Genauso wie ich mich weigere, seine leicht furchteinflößende und ihn monsterhaft erscheinende Stimme zu unterlassen. Ja. So dieses das richtige Aussprechen der Namen ist auch eine Form von Wertschätzung. Ja. Und an der Stelle ist er raus? Ja. Verstehe ich. Ich verstehe, ja. Ja. Was wollen wir denn machen? Schön, Horst, die sagt, der, dessen Namen nicht richtig ausgesprochen wird. Ganz genau. Ich würde bei The Thought noch einmal durchgucken, weil da sind hier einige Sachen. Ich glaube, da ist nur Entry 8 neu. Die anderen Sachen kennen wir schon. Und ich möchte dieses Bild noch vervollständigen, bevor wir hier in den Listener reingehen. Ja. Die Gedanken sind unfrei. Das war Cassathis, die das geschrieben hat. Ist wieder da. Dann unser Überblick, wo wir die Sachen anklicken können, beziehungsweise Metamorphose ist jetzt frei. Benutzer Cassathis. Das kennen wir auch schon. Und jetzt unser Denken muss die Richtung ändern, ist neu. Das ist vom Juli 2016 von Goldfels. Okay. Unser Denken muss die Richtung ändern. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir in der Lage wären, Menschen zu überzeugen, wenn wir nur die Aufmerksamkeit auf Thought als Gruppe und das, wofür wir stehen, lenken könnten. Es scheint, dass mein Ehrgeiz wieder einmal zu groß war. Nach 1,5 Jahren, dem Anwerben von 2 meiner Studierenden und der Organisation von 3 Protestaktionen wie der am Friedensplatz, fühle ich mich verpflichtet. Nee, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Ah, den Text habe ich schon gelesen. Da hat er gesagt, aber hier unten ist ein Kommentar von Sorgenkind 1. Das ist ja abgefahren. Das hier hatten wir schon mal, weil hier habe ich Sachen deaktiviert, beziehungsweise die haben wir hochgeladen. Und hier unten steht Sorgenkind, würdest du das lesen? Mhm. Bitte überdenk das nochmal. Der Typ, der da verletzt wurde, war nur ein gottverdammter Bulle. Die hatten es darauf angelegt. Es ist chaotisch gelaufen, ich weiß. Alles bis zurück zu der Sache, die ich damals verbockt habe, zu organisieren. Aber zur Hölle, schau dir mal die gute Seite daran an. Wir haben es in die Nachrichten geschafft. Das ist das, was wir wollten. Was du wolltest. Okay, der Typ... Das klingt verblendet. Ja, der Typ, der da verletzt wurde, war doch nur ein gottverdammter Bulle, verachtet Polizeikräfte. Oder
Alles bis zurück zu der Sache, die ich damals verbockt habe zu organisieren, hat die Organisation von etwas für Thought vermasselt. Im Chat kommt, The Real Panse sagt, aber Goldfeld steht dahinter und Horsti fragt zu Recht, wohinter? Das ist nicht gesagt, dass das, nur weil das Sorgenkind ihm das sagt, das ist das, was du wolltest, heißt es ja nicht zwangsläufig, ne? Nicht der Zwerg heiligt die Mittel, der Zweck. Der Zwerg heiligt die Mittel, finde ich ein bisschen lustiger. Ja, aber das war klar, dass ich das ist genauso wie mit Fortwindungsstörungen. Ich kann nicht mehr Wortfindungsstörungen sagen, ohne mich sehr zu konzentrieren, weil als ich noch Rettungsdienst gefahren bin, wir immer von Fortwindungsstörungen gesprochen haben, anstatt Wortfindungsstörungen. Weil das so schön, und da ich sehr, sehr lange Rollenspiel gemacht habe, ist der Zwerg heiligt die Mittel ein geflügeltes Wort. Und das passiert mir manchmal, dass ich der Zwerg heiligt die Mittel sage und nicht der Zweck heiligt die. Ja, aber. Oh, was macht der Zwerg da? Er. Ja, da heiligt die Mittel. Da beißt die Maus kein Kabel ab. Das hatte ich auch irgendwie bei Freunden in der WG und wir haben irgendwie abends zusammen gekocht. Und dann hat jemand, ich weiß gar nicht, irgendeine Geschichte erzählt und dann kam so, da wollte ich eigentlich sagen, da beißt die Maus keinen Faden ab und hat aber dieses Sprichwort nicht zusammengekriegt und ist die ganze Zeit bei Kabel gelandet. Und die Art und Weise, wie er das formuliert hat, war aber einfach so lustig, dass anstatt, dass wir darauf eingehen und irgendwie sagen, du meinst doch das andere Sprichwort, ja, unterm Tisch lagen. Das passte auch irgendwie gut zu dem Moment. Und damit war das neue geflügelte Wort. Von daher ist da der eigentliche Ursprung bei mir schon völlig aus dem Kopf. Und dann, wenn ich sowas sagen will, wie, da beißt die Maus keinen Faden ab, kommt bei mir ganz automatisch, da beißt die Maus kein Kabel ab. Ja. So schnell geht's. Ja, genau. Also, um noch das mal zusammenzufassen, wir haben hier, dieses war so ein kritischer und selbstreflektierter Beitrag von Goldfels, wo er sagte, so haben wir, sind wir unserem ursprünglichen Ziel treu geblieben? Bedauerlicherweise ist die Antwort auf diese Frage ein klares Nein. Wir haben uns von Wut und Hass auf diejenigen verzehren lassen, von denen wir dachten, dass sie uns Unrecht tun würden. Die Gedanken sind frei, aber das bedeutet in keinster Weise, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Anstatt andere zu beschuldigen, sehe ich jetzt, dass meine hohen Ziele durchaus die Ursache für alle Ereignisse der letzten Monate sein könnten. Ich fühle mich dafür verantwortlich, mehr als jedes andere von Thoughts Mitgliedern. Deshalb werde ich mein aktives, also das so, ist so ein bisschen, The Real Panse sagt, aber trotzdem geht Goldfels in die Richtung. Er geht in die Richtung, aber voll dahinter stehen eben nicht. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.